der Hümer BMCI 680 in Silber. Ja, die Farbe steht dem Auto wirklich sehr gut. Auf Mercedes-Benz Sprinter. Hier ist Marlene. Es wird langsam kühler. Heute 29. Oktober 2020. Wir sind beim Hümer-Zentrum in Sulzemoos und werden so gut mal wie jeden Hümer auch die 2021er Modelle mal zeigen. Ja, was direkt mal auffällt, ist der neue Kühlergrill. Der ist ganz anders. Denn normalerweise ist das Hümer nämlich, ich sag mal, ausgestanzt und man kann reingucken. Und hier hat man ein ganz neues automotives Design mit drin. Fast schon, ein bisschen Star Wars. Ja, stimmt. Bisschen abgespaced. Aber schick, oder? Ja, sieht schick aus. Man sieht den Kühler direkt dahinter, denn er braucht ja auch Kühlluft. Das Hümer-Logo ist drauf, der Mercedes-Benz-Stern. Ich gehe mal gerade mit dir einen Schritt zurück. Aber Silber steht ihm gut. Das ist, das, glaube ich, sogar das Original Mercedes-Benz-Silber. Ja, das sieht wirklich schick aus. Futuristisch. Passt doch zu dem neuen Hümer. So, hier steht er. Das sind die technischen Daten. Sie stehen eng bei eng, aber wir werden Ihnen den gleich mal zeigen. Hümer-Mobil. Da steht's. Mit hohem Werterhalt. Denn die Fahrzeuge sind selbst 10 Jahre alt noch sehr gefragt und erzielen noch Höchstpreise. 124.990 Euro. Der Hümer B-Klasse MCI 680. Und ja, die Außenfarbe Crystal Silver Metallic für 3.000 Euro gibt es, glaube ich, auch in Weiß. Aber es ist ein Riesenunterschied. Also macht wirklich viel aus, das Silber. Ja, Fahrerkomfortpaket Mercedes-Benz. Da ist die halbe automatische Klimaanlage mit drin und diverse Extras können wir uns gleich mal angucken. Und dann noch ein Autarkie-Paket XL mit einer 135 Amperestunden Lithium-Batterie mit drin. Und ganz viel Extras. 124.990 Euro. Wir gehen mal kurz nach hinten, schauen uns das Fahrzeug hinten mal an. Eine Thule Omnistour natürlich in Silber drauf. Und das ist das automotive Design in Silber von Hümer. Modelljahr 2021. B680. Ja, machen wir hinten mal auf. Das ist der Kofferraum. Ganz niedrige Ladekante da drin. Ist schon offen. Einfach ziehen. Ich hatte ihn extra für dich schon. Das ist verwirrend, gell? Wenn er mal offen ist. Ja. Ich habe ihn extra aufgemacht. Und dachte ich mir, ich mache dir mal einen Favor. Ja. Diese Dinger sind nicht meine Freunde. Echt nicht? Die beiden. Ja gut, man hat sie jetzt hier in der Kategorie, hast du denn zwei Schlösser, die einzeln zu bedienen sind? Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Also die bewegen sich dann raus. Ja, und hier hast du dann eine große Garage mit ganz niedriger Ladekante. Das heißt auch E-Bikes kein Problem. Hier hast du eine Außendusche mit drin, 350 Kilogramm Belastung. Dann hier ein Verzursystem mit drin. Und alles schön in Edelstahl hier ausgeschlagen. Das sieht schon ziemlich wertig aus. Da hast du einen Hebel dran. Das könnte die Hubstützenanlage sein. Wir können uns das gleich mal angucken, die hier verbaut sein könnte. Wir schauen mal gerade unter das Auto. Ja, es ist eine Hubstützenanlage drin. Das heißt, der würde sich vollautomatisch dann auch nivellieren, wenn man drauf drückt. Und er hat nochmal eine manuelle Steuerung mit drin, falls die Elektronik mal versagen sollte. Fächer überall. Genau. Da noch eine schöne Außendusche. Und Beleuchtung. Da ist sie. Ne, Hauptschalter ist aus. Machen wir gleich mal an. So, große Türe. Das gleiche dann auf der Seite. In gleicher Ausstattung. Klappen sind offen. Wir können gleich mal ein bisschen reingucken in die einzelnen Klappen. Der ist zu, aber du hast ja einen Schlüssel. Aber es wird uns wahrscheinlich nicht sehr viel mehr erwarten als drüben. So. Und hier ein kleines Detail. Da ist wahrscheinlich von der Hubstützenanlage die ganze Elektrik mit drin. Und auch hier nochmal ein Expander, maximal 4 Kilogramm auf das Teil, das steht drauf. Das Ganze mit Gasdruckdämpfern nochmal gefedert. Danke. Ja, hier habe ich eine Truma Kombi 6, so wie es aussieht. Keine Dieselheizung. Und hier drunter habe ich meinen Schmutzkasten. Hier ist die Wasserzuführung. Die Leichtmetallräder, die drauf sind von Mercedes. Sind schick? Ja. Schlippe, schicke Schlappen. Schlippen, würde ich schon sagen. Schicke Schlappen.
Mach mal unten auf. So, wenn du es ganz hoch machst, da ist ein kleiner Hebel. Siehst du den oben, den grauen rechts? Ja. Wenn du den hochziehst, dann kannst du das damit arretieren, üblicherweise. Geht's? Ja. Und hält dann offen. Und hier hast du dann den Stauraum mit Doppelboden, der komplett beheizt ist. Hier auf der Seite ist der Notablass vom Boiler. Also Stauraum. Wir lassen das mal auf kurz, denn dann können wir gleich mal von innen reingucken. Wenn da nämlich Licht reinfällt, da wissen wir jeweils, wo es ist. Das sind die Gaskästen. Das sollte offen sein. Genau, einfach mal feste ziehen von unten. Unten. Jede Klappe hat eine neue Überraschung. Ja, mit Crash-Sensor und automatischer Umschaltung. Das ist hier Standard und der Entsorgungsschlauch ist da drüber. Dieseltank. Aufbautür mit Zusatzschloss von Abus, die hier drin ist. Und das ist die Integration nochmal. Aufbautür, Getränkehalter. Hier ist das Zusatzschloss, das am besten immer gleich mitbestellen, wenn man es haben möchte. Und hier ist dann der Anschluss an den Sprinter als voll integrierter. Ja, schön gemacht. Auch schönes Leder, das gucken wir uns gleich mal von innen an. Mach nochmal zu. Große Busspiegel mit drin, anklappbar. Auf der einen Seite ist er schon mal angeklappt und das ist das Design von der Seite. Ja, wir gehen mal rein, schauen uns das mal an. Flammneu, wenn irgendwas nicht gehen sollte, die sind hier im Ausstellungsbetrieb, denn bei der Freistaat hat man nämlich fast jedes Auto dauerhaft da. Das ist nochmal das Fahrzeug, was wir gerade anschauen. Den technischen Daten. Preis hier 124.990 Euro. Die Aufbautür von außen. Und drei Stufen. Hier ist die Goldschmidt. Hubstützenanlage, Steuerung mit drin. Da ist der große Fernseher, ein 32 Zoll quer. Das können wir uns gleich mal anschauen. Dann die erste Klappe unter dir, Marlene. Ja. Was kann die? Da sind zwei Aufbaubatterien drin. Der Ladebooster und Sicherung. Okay. Dann der Schuhschrank. 15 Kilogramm. 15 Kilogramm. Da geht es jetzt nochmal in den Doppelboden, kann man reinschauen. Schwarzes Leder, das gefällt dir? Ja, ich glaube, das ist das schwarz oder Anthrazit? Das ist ziemlich dunkel zumindest. Ja, sieht nach Anthrazit aus. Und wir machen mal den Hauptschalter mal an. Ja, das musst du mir jetzt mal zeigen, wo das bei diesem Fahrzeug, ist. Auf jeden Fall. Da ist er. Nochmal fester drücken. Ist der überhaupt angeschlossen? Da könnte angeschlossen sein. Wenn nicht, ich habe ein Licht dabei. Das ist jetzt nicht tragisch. Ah, da ist er. Einmal drauf drücken. Okay. Und da ist er dran. Du weißt ja, ich probiere einfach mal alle Knöpfe aus, die da sind. Das ist auf jeden Fall für die Füllstände vom Wasser und Co. Und da kannst du wahrscheinlich hier durchregeln, siehst du? 12, ja. Wasserstand und Füllwasser und so weiter. An Audi. Musst du auch immer drehen. Und wenn du drauf drückst, ist an, aus. Genau. Okay, da ist die Tuma 6. Die Duo-Control mit drin, automatische Umschaltung. Hier ist der Fernseher. Ja. Kriegst du es hin? Schon, ich atme schon. Wo genau, ist stopp, da ist jetzt erstmal so ein kleiner Knopf. Den können wir vielleicht mal drücken. So, und jetzt rausschieben dann wahrscheinlich. Draufdrücken und zeitgleich rausschieben. Meinst du? Ja, könnte sein. Also ich bin ja so ein Spielkind. Ist so? Ist so. Okay. Und dann drehen. Krass. Ah, ich liebe das Geräusch. Ist nämlich echt kalt hier drin. Wir haben 12 Grad. Und da hat man den 32 Zoll. Man kommt noch gut durch dann schon, oder? Ja. Wenn du jetzt vorbeigehen willst, man kommt noch durch. Komm vorbei, ja. Kommst vorbei. Schräg? Geht auch. Ja, mach nochmal rein. Ja, ist doch auch Schränkchen. Schränkchen auch nochmal mit den kleinen Expandern. Ich finde die super, die Idee. Das
Plastikexpander hier verwendet werden. Unten hat man nochmal. Was sagst du? Unten Schränkchen. Ah, klar, die Abladen. Und hier kannst du auch nochmal fixieren. Das ist auch nochmal der Anschluss für 12 Volt. 12 Volt. Und für die Trittstufe 230 Volt Steckdose. Okay, quietsch. Na, jetzt geht's. Ja, wenn es so kalt ist. Warte, ich zeig mal gerade von der Seite, wie das aufgebaut ist, dass man das mal sieht. Da ist ein kleiner Drehmechanismus und man kann es drehen. So kriege ich dann die großen Fernseher auch rein. Und da drin hast du dann... Tatsächlich mit dem Knopf. Ist das die Entriegelung? Die Entriegelung, ja. Da wäre ich nie drauf gekommen. Echt nicht. So, Anschlagspuffer reindrücken. Wirklich so rein? Ja, ja. Drück rein und dann ist er drin. Jetzt. Voila. Schön. Der Tedford-Kühlschrank direkt daneben. Der ist riesig, guck mal. Der ist schon. Der ist höher wie du. Gut, der geht nicht ganz bis zum Boden. Der ist schmaler und dadurch ist er jetzt natürlich dann höher. Ne? Aber das trifft einen guten Stauraum, auch nochmal integriertes Gefrierfach. Automatikfunktion. Unten habe ich so eine Kiste, da kann ich so Einteilung reinmachen. Da kannst du Getränkeflaschen reinstellen. Ja, ja. Und siehst du die Absperrung? Ja. Dann großes Hiki. Ja, das ist wirklich sehr schön. Von Remis. Großzügig. Ja, damit es auch schon los. Mit Beleuchtung. Die Sat-Anlage. Die Solaranlage, die drauf ist. Eine Solaranlage hier montiert. Und Schränke, Schränke, Schränke. Genau. Aber du merkst jetzt ein bisschen in der B-Klasse. Nochmal ein bisschen anders wie der Tramp eben. Hubbett, guck mal. Genau, aber es ist trotzdem noch ein Hubbett drin, auch noch zudem. Aber. Die Herdplatte mit den drei Kochfeldern hast du hier noch drin. Die Spüle. Ist da nicht normalerweise eine Abdeckplatte? Ich glaube, die fehlt hier. Die finden wir vielleicht noch. Dann Besteckkasten. Schließt auch schön. Dann auch nochmal Ablageflächen für Töpfe, Pfannen oder was auch man auch immer mitnehmen möchte. Hier hast du auch nochmal die ganzen... Die sind riesig. Guck mal hier, wie die wie viel Platz hier haben. Ja, eben. Aber die haben wirklich den Platz ausgenutzt. Hier ist nochmal der Müll. Und da unten sind übrigens die Sicherungen. Das haben wir schon gelernt. Der Sicherungsblock, der drin ist. Mit allen Sicherungen, die von oben zugänglich sind. Ja. Oh. Unten selbst ist auch nochmal eine Schublade. Und am Kühlschrank. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Ich dich mal gerade zeige, wo du gerade stehst. Da bist du. Gut, fangen wir vielleicht mal hinten an. Hier oben ist eine tolle Truma Aventa drin, sehr leise übrigens. Eine Klimaanlage eingebaut. Also der hat schon richtig schöne Ausstattung, Lithium drin, Klimaanlage, eine einzelne Dusche auf der Seite. Die Tür kann man zumachen, dann ist hier Schicht im Schacht. Und du hast ein Raumbad, das da ist. Hier oben sind noch zwei Lampen. Ein Staufach. Genau. Das ist jetzt Licht drin, guck mal. Ja, genau. Da ist Licht drin. Das heißt also von der Klappe, die eben auf war. Links und rechts hast du Zugang und du kannst in der Mitte ruhig was verstauen. Du kommst von oben ran. Ran. Stehhöhe, Sprudelkasten mindestens. Dafür ist wahrscheinlich auch gedacht. Ob man das mitnehmen möchte, weiß ich nicht. Geht. Ja, geht. Theoretisch schon. So, dann ist hier nochmal die Wassertanks. Da kommt man bequem ran zum Reinigen. Dusche, vielleicht fangen wir damit an. Ja. Transportsicherung auf. Da unten habe ich dann mein Brettchen drin. Das sollte auch raus, wenn man duscht. Hier oben Stange. Genau, für Handtuch oder Kleidung. Falls man auf der Hochzeit unterwegs ist. Der Hochzeitsreise. Achso, mit dem Wohnmobil. Der Running Gag. Schatz, wir fahren auf Hochzeitsreise. Du, im Moment geht es ja gar nicht mehr anders, oder? Bis zu 10 Personen wieder nur. Stimmt. Auf ewige Hochzeitsreise dann. Ja, so ungefähr. Beginnt hier uns indirekte Beleuchtung über dem Kühlschrank. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Ja, geh mal hinten rein. Machen wir gleich mal hier weiter. Hier ist uns das Ausgleichsbrett schon montiert. Geh mal drauf. Sind ja überall. Überall sind. Du darfst mal komplett drauf. Musst die Schuhe nicht ausziehen. Die Treppe ist auch drin, hast du schon mal geguckt.
Denn man hat nämlich hier eine kleine Treppe drin, wenn man die Kleiderschränke nämlich, also beides kann man nicht benutzen, entweder oder, dann kann man die ausfahren, die Treppe, und kann dann bequem aufsteigen. Jetzt ist nämlich die Liegewiese montiert und das gute alte Hymer Kissenset ist hier auch mitbestellt worden. Viel Platz. Ich zeig mal gerade hier, bis dahin geht's. 1,72 Meter, alles schön mit Kunststoff ausgelegt, dass USB, nichts schmutzig wird. USB. 12 Volt Steckdose. Schön gemacht. Hier ist auch noch meine Ablage für Zeitschriften. Nochmal Stau. Raum pur auch nochmal hier. Ich denke mal, auch wie du gesagt hast, hier schon, hier könnte man noch den Fernseher dann anbringen. Ja, die Sattanlage ist schon drin. Genau. Die Featurebox tenhaft. Hier vorne hast du einen Vorhang, guck mal. Also keine Tür, sondern einen Vorhang, wo du zumachen kannst. Und tschüss. Genau. Man hat ja noch die Tür zusätzlich, wenn einer ungestört sein möchte. Genau, also. Und dann hast du hier nochmal einen Schrank. Ich zeige euch das gleich nochmal komplett. Also eine große Liegewiese, die mit drin ist. So, klapp mal ein die Treppe, denn man kommt nämlich nur an die Schränke ran, wenn die Treppe eingeklappt ist. Warte mal kurz, ich filme das mal von oben nochmal. Also die wird eingefahren, hochgeklappt, nach hinten geschoben. Echte Schreinerarbeit. Ich müsste unbedingt mal bei Hümer mal im Werk filmen. So, und jetzt kommt man an die Schränke ran, mehr oder weniger. Ja, also von hier auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt natürlich die Auflage. Was, bau die mal kurz zurück, die Auflage. Dass wir mal kurz sehen, wie die gebaut ist, denn die muss man nicht montieren. Genau, wenn du dich mal gerade mal querstellst, dass ich das sehe und jetzt mal hochschiebst. Jetzt kann man die Auflage rausnehmen und habe dann zwei Einzelbetten mit einem gemeinsamen Teil dran. So, so sieht das dann aus. Und jetzt langt natürlich auch dieser Einstieg. Wenn du jetzt mal kurz hochgehst, jetzt geht es ganz bequem. Jetzt brauche ich keine Treppe ausfahren und kann jetzt auch. Genau, ich zeige dich mal gerade. Hallo. So, und jetzt wäre auch der Einstieg auf beide Seiten sehr bequem. So, das Teil kannst du hochheben. Genau, das ist ja hier extra für diesen Schrank gedacht. Meine ich, ja, ne? Genau, und du kannst es dann hochheben, ist das geteilt. Und hier hast du nochmal einen super tollen, großen, breiten Hängeschrank. Oder im Bodenbereich kannst du auch noch vielleicht ein paar Sachen unterbringen. Auf jeden Fall hängende Dinge. Das sind ja sehr viele. Satt. Sehr viele. Da kommt man übrigens auch ran, wenn das Polster drauf ist. Man muss sich dann nur bücken. Das ist die einzige Einschränkung. Hier gibt es übrigens extra Bezüge. Ich glaube, jetzt ist es falsch. Ja, genau. Wieder mal Tetris. Kann man das kurze Ende machen? Kurze Ende nach unten, dann passt es auch. So, andere Seite. Da ist ein kleiner Schrank nochmal drin. Aber ich glaube, auch hier könnte man theoretisch eine Stange einhängen. Licht ist mit drin. Und zwei Böden. Gut. Dann gehen wir mal ins Waschzimmer. Du lässt mich mal kurz vor. Ja. Dankeschön. Hier ist dann nochmal der Schlafbereich. Ich drehe mich mal gerade. Da ist jetzt das Bad mit jeder Menge Schränken, ganz hell, Toilette und genau, zeig mal gerade die Schränke. Großer Spiegel mit drin. Zwei Schränke und auch mal wieder unter dem Waschbecken ein Schrank. Genau, mit dem integrierten Papier, Toilettenhalter, wo das Papier nach vorne gereicht werden kann. Gut, wir sind durch. Der Spiegel. Spiegel. Ja, habe ich erwähnt. So, kommen wir mal nach vorne. Das ist die Sitzgruppe. Also hier haben wir zwei Sitze, also vollwertige Gurtplätze. Gurtplätze. Da gibt es auch die
Kopfstützen für, die sind separat. Dann habe ich hier ein Hubbett, mach das Hubbett mal. Was hast du, das zeigen wir gleich mal. Wenn du dich mal hinsetzt vorne auf dem Fahrersitz. Schwarzer Adler auf schwarzem Grund, denn das schwarze Polster in Verbindung mit dem hellen Holz, das kann ich ja mal gerade zeigen, das wirkt schon sehr edel. Wie in so einer Luxus-Couch. Natürlich passt auch zum Mercedes-Benz, der vorne auch schwarz ist. Aber es wird nochmal dann abgefangen durch diese helle Farbe, die da ist. So, auch ein schönes Polster mit Sichtnähten, echtes Leder, es riecht gut. Ja, es riecht angenehm. Sehr angenehm. So, hier habe ich dann nochmal meine Haken, die übrigens auch in der Tür sind. Da sind auch nochmal zwei. Für habe Sitzheizung mit drin, ein M-Book-System, habe hier ein Automatikgetriebe mit drin. Schon fast ein Muss. Und einen richtig toll drehbaren Tisch, den es der Marlene schon angetan hat. Hat den schon geöffnet, ja. Ist schon auf, den man hin und her drehen. Wenden kann, wie man möchte. So, dass man hier auch sehr gut durchkommt. Stehhöhe ist jetzt leicht eingeschränkt, weil du hier ein Hubbett hast. Das zeigen wir. Geht noch. Ja, also ich bin 1,72, noch die Schuhe dazu, 1,74 geschätzt. Geht. Ja. So, dann lass das Hubbett mal runter. Rapunzel, lass das Hubbett runter. Zunächst die Sitze einklappen. Das geht auch einfach? Ja. Das geht tatsächlich. An beiden Seiten sogar. Das ist der kleine Verschluss hier. Ganz runter. Dann ist hier nochmal eine Sicherung mit drin, dass es nicht einfach so runterkommen kann. Und wahrscheinlich einfach runter. Ja. Und ich habe mich schon vorhin gewundert, was sind das denn für Ablagen hier? Die kleinen Ablagen. Da kommen nämlich diese Gummiteile drauf. Und da lagert dann das Hubbett drauf. Ja. Ja, großes Hubbett. Ja, das ist groß. Das ist wirklich super. Also da hast du locker Platz hier drin. Wahnsinn. Leselampen. Mach mal so eine Lampe an. Das ist der Rausfallschutz, den kannst du da oben einhängen. Wenn du mal kurz mal aufmachst, der ist da drin. Und so kann man den dann einfach hier oben festmachen, sodass dann halt eben anpassen, von der Höhe her, falls man doch mal Kinder hat. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, damit man die ganze Größe mal sieht vom Hubbett. Und jetzt kann also einer vorne schlafen, sogar zwei können vorne schlafen. Man hat hier einen großen Schlafbereich, fast so groß wie hinten. Anders auf jeden Fall. Durch die Hubstützen liege ich ja auch gerade, die hier in dem Auto montiert sind, automatische Nivellierung. Und hier hinten habe ich dann nochmal meinen Doppelschlafbereich. Also der Urlaub kann kommen. Und dank der hohen Tonnage mit dem C1-Führerschein oder C-Führerschein zu fahren oder C1E, habe ich natürlich über eine Tonne Zuladung und kann auch viel mitnehmen. Mach mal hoch, schwer? Nee. Überhaupt nicht. Federleicht. Ich mach nichts. Das ist, also ich habe es noch einmal eingetippt. Geht wie von selbst. Also hier braucht man wirklich keine Elektrik, oder? Bei dem? Nee, bei dem absolut nicht. Das geht wirklich einfach. Auch das nach unten, das ging auch gut. Da sind die Sonnenblenden. Hier ist nochmal das Cockpit. Jetzt sieht man es sehr schön offen. Multifunktionslenkrad mit drin. Eben Mercedes-Benz. Gut. Wir haben es wieder geschafft. Da rechts an der Seite noch. Ah ja, da haben wir ja noch mehr Stauraum. Und unten im Boden auch wieder. Im Boden wieder so ein Riesenstauraum. Den hast du das letzte Mal schon gefunden. Genau. Der geht so wahrscheinlich bis ans andere Ende der Welt. Ja, nicht so ganz. Aber du kannst auf jeden Fall die großen 2-Liter Flaschen reinlegen, stellen. Aber der ist sehr hoch, gell? Ja, es geht. Also ich schätze mal, so eine Literflasche könnte... Genau, wenn du mal gerade die Hand reinmachst, von der Tiefe her. Da muss ich immer... Dich bücken. Ja, es geht schon tief runter. Ich würde sagen, vielleicht eine Literflasche könnte stehen, aber das müssen wir mal testen. Großer Bereich. So, und die Küche. Halber Liter auf jeden Fall.
prima. Der Hümer B-Klasse MCI 680 für 124.990 Euro. Heute Vorstellung. Ja, Hümer war ja nicht auf dem Caravansalon, aber jetzt sind wir nach Sulzemoos gefahren zu einem der größten Hümer-Händler Europas, der nun fast alle Fahrzeuge da hat, auch die 2021er Modelle. Hier steht er. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke Marlene. Bis zum nächsten Hümer. Genau. Ciao.